Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf unserem Seekrautskanal. Schiffseinweisung Zeit. Indomitable kommt ins Spiel und wir wollen euch ein bisschen was dazu erzählen, in der typischen Manier, wie ihr unser Format Schiffseinweisung eben kennt. Kurz zur Geschichte. Fehllegung des Schiffes am 10.11.1937 in Dienststellung war dann schon 4 Jahre später, am 10.10.1941. Es sind Flugzeugträger der Illustrious-Klasse, die Indomitable ist dann der eine Vertreter, eigentlich der zweite im Spiel, weil die Implacable ist der erste Vertreter, der ins Spiel geschafft hat, auch obwohl der Träger viel später in der Realität erst fertiggestellt wurde. Nach dem Bau dieses Schiffs, der Indomitable, gab es eine Erprobungsphase in der Karibik. Dabei wurde das Schiff schon beschädigt, da war es noch nicht mal wirklich richtig im Kriegseinsatz und musste gleich wieder repariert werden. Nachdem das geschehen ist, stieß das Schiff zur Eastern Fleet und nahm dann unter anderem an der Landung an Madagaskar teil, unterstützte da quasi die Bodentruppen. Madagaskar gehörte damals zum Vichy-Frankreich-Regime und musste natürlich im Zuge der damaligen Politik erobert werden. Im Anschluss daran verlegte das Schiff ins Mittelmeer. Das war im August 42, was ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Es gibt eigentlich für alle Themengebiete viele Operationen. Ich habe jetzt nur ein paar rausgezogen. Wenn ihr ein paar mehr Details haben wollt, einfach bei Wikipedia mal nach Indomitable suchen. Da findet ihr dann noch mehr Informationen. Aber hier geht es mir jetzt um die Operation Pedestal. Das hat ja im August 42 stattgefunden. Da ging es um die Versorgung Maltas mit Nachschubgütern. Da war die Indomitable maßgeblich dran beteiligt. Leider schlug die Mission ja damals fehl und der Flugzeugträger wurde sehr stark beschädigt, musste dann zurück nach Spanien, wurde da notdürftig repariert und ging dann über den Atlantik rüber in die USA, um da großflächig repariert zu werden. Verlegte dann wieder nach Großbritannien, wurde da nochmal modernisiert mit Radaranlagen und so weiter und so fort. Im Anschluss daran verlegte das Schiff in den Indischen Ozean bzw. in den Pazifikbereich. Das war dann 44, 45, nahm dann unter anderem in der Schlacht um Okinawa teil. Dabei stürzte dann auch so ein Kamikaze-Flugzeug aufs Deck und beschädigte das Schiff etwas, aber das war, das war noch okay. Das Schiff konnte weiter operieren. Wurde dann erst operierte man ja im Verband mit den Amerikanern zusammen, dann stellte die britische Flotte sozusagen einen eigenen Verband auf und die Amerikaner machten ihren eigenen Verband und jeder hatte so seine Aufgaben und die Indomitable wurde dann eben in den britischen Verband überführt und hatte dann da noch ein paar Kleinigkeiten an Aufgaben. 1953, das war dann schon nach dem Krieg, gab es noch einen schweren Zwischenfall an Bord. Da gab es einen Brand und mehrere Explosionen an Bord, die das Schiff ebenfalls beschädigten. Das wurde aber trotz alledem wieder repariert, um dann 1955 tatsächlich verschrottet zu werden. Wie gesagt, es gab noch mehr Stationen von diesem Dampfer in dem Leben, den das Schiff hatte sozusagen in den Dienstjahren. Ich habe mir jetzt nur ein paar rausgesucht, weil es ja hier keine Geschichtsstunde ist, sondern in allererster Linie geht es hier um das Schiff und wie Wargaming dieses Schiff ins Spiel bringt. Und das schauen wir uns jetzt sofort als nächstes an. Und da kommen wir dann zur Panzerungsanordnung bei dem Flugzeugträger. Ist natürlich jetzt nicht das Elementarste bei einem Flugzeugträger, die Panzerungsanordnung, aber gerade wenn ihr diesen Flugzeugträger bekämpft, ist es für euch wichtig zu wissen, wohin solltet ihr zielen, wenn ihr welche Munition benutzt. Also der blaue Bereich hier, der ist am leichtesten gepanzert, kennen wir schon hier, 21mm, 19mm und so weiter. Das heißt, ihr kommt da ohne Probleme mit HE so weit durch. Und ja, mit AP sowieso, da habt ihr dann eher das Problem, dass die Panzerung so dünn ist, dass die AP sich nicht aktivieren kann. Auf dem Deck, und da schlägt ja nun mal der Großteil der Granaten ein, gerade wenn ihr aus größeren Distanzen schießt, dann haben wir hier 25mm, 38 und der gelbe Bereich ist sogar mit 76mm gepanzert. Also, wenn ihr mit einer Kreml oder ähnlich großen AP-Granaten schießt, solltet ihr gucken, dass ihr immer durch diesen Teil kommt oder durch diesen Teil hier an der Seite, weil da ist die Panzerung dick genug, damit die AP-Munition sich überhaupt aktivieren kann. Ihr wisst ja, dass ihr da eine gewisse Dicke an Panzerung durchschlagen müsst, bevor die AP-Munition überhaupt erst explodieren kann. Wenn wir dann hier nochmal ein bisschen weiterschauen und hier die ganzen Kasematten und Aufbauten abnehmen, dann seht ihr jetzt hier die freigelegte Zitadelle. Die ist recht groß, recht prägnant und außerdem von über Wasser zu erreichen. 114mm sind es hier an der Seite und hier unter Wasser sind es 38mm. Also ist das auch recht deutlich. Hier als Dach von der Zitadelle haben wir 25
plus eben das Deck, was wir oben drauf haben. Da haben wir 101 mm Panzerung, die da durchschlagen werden müssen, bis die Granate in die Zitadelle eintaucht. Also ist auch ein, ist die Zitadelle auch, ich sag mal, durchs Deck von oben zu erreichen. Mit 101 mm Panzerung ist halt nicht so super viel. Dann schauen wir uns mal die Werte an, die der Flugzeugträger hier so mit sich bringt. Ihr seht nebenbei ein bisschen Gameplay und ja, ich erzähle euch ein bisschen was zu Schiff und Flugzeug. Trefferpunkte haben wir hier 54.200 in der Skillung, die ich hier an Tag lege. Und der Torpedoschadensverringerung von 28%, das ist à la Bonheur. Die Enterprise hat gleich viel Torpedoschadensverringerung. Die Kaga hat gleich viel Trefferpunkte wie der Indomitable. Ne, wir müssen ja so ein bisschen Premium-Flugzeugträger und Forschungsbaumflugzeugträger voneinander trennen. Lustigerweise hat die Implacable, was ja quasi das Schwesterschiff der Indomitable ist, mehr Trefferpunkte und auch mehr Torpedoschadensverringerung bei der gleichen Skillung. Also wenn man die Indomitable-Skillung auf die Implacable anwendet. Ja? Dann kommen wir schon zu den Flugzeugen und das ist die erste große Besonderheit bei der Indomitable. Wir haben hier Flachflugzeuge und HE-Bomber. Was fehlt? Torpedobomber. Torpedobomber hat dieser Flugzeugträger gar nicht. Dafür sind diese Bomber aber sehr, sehr schnell unterwegs und haben sehr viele Trefferpunkte. Das zeichnet sie aus. Ihre Geschwader sind aber trotzdem im Verhältnis relativ klein gehalten, weil sie halt so viele Trefferpunkte mitbringen und deswegen muss das aus Balancegründen wahrscheinlich so sein. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben hier Schlachtflugzeuge mit 2300 Trefferpunkten in der Skillung. Ja, also ich habe auf jeden Fall hier Expert der Lebensfähigkeit mit reingeskillt, weil man dann ja Trefferpunkte bei den Flugzeugen dazu bekommt. Die Flugzeuge sind atemberaubend schnell in der Grundgeschwindigkeit 193 Knoten mit Motorboost, der hier 6 Sekunden lang dauert und 10 Sekunden braucht, um aufgeladen zu werden, 234 Knoten. Die Staffel, die startet, wenn ihr diesen Flugzeugtyp auswählt, sind 6 Flugzeuge. Angreifen tun immer 2. Und jedes Flugzeug von den 2 angreifenden Flugzeugen hat 8 Raketen dabei. Das heißt, ihr schießt 16 Raketen ab. Diese Raketen haben einen Höchstschaden von 2100 Alpha Damage. Und das ist jetzt wieder so ein Manko. Nur eine Penetration von 27 mm. Und das bedeutet, dass ihr effektiv bestenfalls schwere Kreuzer überall treffen könnt. Also an größeren Flächen treffen könnt. Leichte Kreuzer natürlich könnt ihr relativ leicht penetrieren. Zerstörer könnt ihr sehr leicht penetrieren. Aber Schlachtschiffe zum Beispiel nur auf den Aufbauten. Und da gibt es eben auch andere Schlachtflugzeuge, ne, die einfach einen besseren Pen haben. Graf Zeppelin hat 40 mm Penetration als Beispiel jetzt mit ihren Raketen. Und das ist ja dann halt der Unterschied, wo man dann noch ein bisschen mehr rausholen kann. Oder die Tiny Tim Raketen der Saipan, die möchte ich da auch mal nennen. Die haben 68 mm Penetration. Und wenn man das jetzt in Verhältnis sieht, ja, dass man hier sowieso schon keine Torpedobomber hat, finde ich 27 mm Penetration eher negativ. Ja, wir haben hier eine Brandwahrscheinlichkeit von 11% geskillt. 9 Kilometer ist die Erkennbarkeit der Flugzeuge, wenn sie in der Luft sind. Und wir haben eine Flugzeugwartungszeit, die ich hier schon deutlich nach unten geskillt habe, von 104 Sekunden. Ne, ich habe hier den Kapitänskill mit der Wartungszeit drin und ich habe da die Verbesserung drin mit der Wartungszeit. Und das ist hier auch notwendig, weil so hat man mehr Flugzeuge am Deck und stellt die Flugzeuge schneller wieder aufs Deck. Sonst ist es mir zumindest in meinen Gefechten eher so gegangen, dass ich out of planes ging. Ja, darum habe ich hier ein bisschen auf Tarnung verzichtet und dafür lieber eben eine schnellere Wartung der Flugzeuge. Ja, wir sind, wie gesagt, 9 Kilometer sind wir trotz alledem eben sichtbar. Weiter geht's dann in der zweiten Variante. Das sind dann die HE-Bomber, ne, die hier dann unterwegs sind. Da haben wir dann atemberaubende 2999 Trefferpunkte. Das sind nach meinen Erkenntnissen die meisten Trefferpunkte eines Flugzeugs im Spiel. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 137 Knoten und wenn ihr den Motorboost hier benutzt, der 24 Sekunden lang aktiv sein kann in meiner, wie gesagt, es ist meine Skillung, deswegen sage ich euch das immer wieder, könnt ihr den Motorboost eben 24 Sekunden lang benutzen und braucht 40 Sekunden Nachladezeit, bis der Motorboost von ganz leer wieder auf ganz voll aufgeladen ist. Zwei Flugzeuge greifen an, wenn ihr sie dann löst. Die Staffel, die startet, beträgt 4 Flugzeuge. Das heißt, ihr habt nur 2 Angriffe. In der Regel sogar nur einen. Das werdet ihr im Gefecht sehen, weil ihr eben startet, mit der ersten Staffel rüberfliegt, die Bomben abwerft. Danach wird ein Flugzeug in der Regel abgeschossen.
Und dann müsstet ihr umdrehen und nochmal mit einem Flugzeug angreifen. Mach ich in der Regel nicht, weil wenig effizient. Lieber schicke ich das Flugzeug zurück und habe es als nächstes Flugzeug, wenn ich die nächste Staffel abrufe, wieder dann an Deck und verstärkt da wieder die Gesamtstaffel. Jedes Flugzeug trägt 6 Bomben und jede Bombe macht 4700 Alpha-Damage. Die Penetration ist typisch britisch. Wir haben da 32 mm Panzerungsdurchschlagskraft. Das ist okay, könnte aber meiner Meinung nach trotz alledem auch besser sein. Ja, denn wir haben ja auch noch andere HE-Bomber unterwegs, zum Beispiel die Saipan oder die Kaga. Die Kaga hat 54 mm und die Saipan penetriert 67 mm mit ihren Bomben. Und da sind die 32 mm dann doch wieder so ein bisschen ärmlich. Aber im Vergleich zur Implacable sind wir genau gleich auf. Der Alpha-Damage, die Brandwahrscheinlichkeit, die Durchschlagskraft ist absolut identisch. Flieger an Deck, schon verbessert. 10 Flugzeuge, 106 Sekunden ist die Flugzeugwartungszeit. Ja, Brandwahrscheinlichkeit 34%. Ich hatte jetzt so eher das Gefühl, dass Brände bei der Indomitable doch recht häufig proggen. Obwohl von der Mechanik her hier nichts Besonderes vorliegt. Ne? Also die Brandwahrscheinlichkeit ist genauso wie bei der Implacable, bei den Bomben sowie bei den Schlachtflugzeugen. Deswegen, ja, keine Ahnung, aber so reine Gefühlsgeschichte, die möchte ich euch trotzdem mal erwähnen, euch ein bisschen näher bringen, ist einfach so, dass ich eigentlich pro Anflug mindestens einen Brand machen kann. Das muss natürlich auch noch richtig getroffen sein, also in die Aufbauten, beziehungsweise dann halt auch Schiffe, wo eben nur 32 mm Deckspanzerung ist. Ich sage mal jetzt Kongferrer zum Beispiel, ja, hätte sowas. Da kommt man eben ganz gut durch mit den Bomben und dann ist die ist es ja einfach ein bisschen effizienter. Ja, das ist das Besondere, was man zu diesen Flugzeugen sagen kann. Ganz, ganz wichtig, es gibt natürlich dann auch keine Reparaturmannschaft, so wie bei den Torpedobombern. Also bei der Graf Zeppelin, bei der Enterprise, bei der Kaga, bei der Saipan und eben auch bei der Indomitable, Implacable, deswegen komme ich schon mit den Schiffen durcheinander, hatten die Torpedobomber ja eine Reparaturmannschaft, womit ihr Trefferpunkte wiederherstellen könnt, wenn ihr in einem Flak-Bereich seid. Hier hat weder der Bomber für die HE-Granaten noch die Schlachtflugzeuge irgendwie eine Reparaturmannschaft, um das so ein bisschen aufzuwerten. Ja, also irgendwie länger im Kampf durchzuhalten. Gehen wir weiter zur Artillerie. Das ist nichts Besonderes. Ist so wie bei der Implacable 8 Türme, A2 Rohre, 113 mm, 4,5 km Kampfentfernung. Das ist also nicht so wie bei der Graf Zeppelin, wo wir verbesserte Sekundärgeschütze haben. Kommen wir dann direkt zur Flak. Die Flak hier ist recht gut bestückt. Wir haben Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Fangen wir ganz kurz mit den Werten an. Wir haben 404 kontinuierlichen Schaden bis 2 km Reichweite, 95% Trefferwahrscheinlichkeit, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Dann geht's weiter mit der Mittelstrecke, 239 kontinuierlicher Schaden bis 3,5 km Reichweite, 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Und auch bei der Langstrecke aber 100% Trefferwahrscheinlichkeit bis 5,8 km Reichweite, 92 kontinuierlicher Schaden. Und dann gibt's ja noch immer diese Explosion, die ihr schon kennt, diese schwarzen Rauchwolken, wo ihr nicht reinfliegen solltet. Das sind dann 4 Stück, die hier pro Sekunde hochgeschleudert werden oder pro Zyklus besser gesagt. Und dann gibt's 1397 Alpha Damage im Explosionsradius dieser Granate. Die Flugabwehr ist ja ganz gut, ne? Nicht so gut wie der Implacable und auch nicht so gut wie der Enterprise, aber besser als Graf Zeppelin, Kaga und Saipan, so von meiner Einschätzung her, ne? Damit ihr so ungefähr wisst, wie ihr diesen Träger einschätzen könnt. Weiter geht's mit der Manövrierbarkeit. Da haben wir hier mit meiner Skillung 32 Knoten. Von Werk aus hat die Indomitable nur 30,5 Knoten. Wendekreis 970 Meter, Ruderstellzeit 13 Sekunden. Und wenn ich mir dann mal so angucke, wie das bei den anderen Trägern, Premium-Trägern so aussieht, da sind die Wendekreise in der Regel alle höher. Wir sind dann von der Geschwindigkeit jetzt mit 32 Knoten, respektive mit 30,5, sind wir gut im Mittelfeld. Die Kaga hat 28, die Saipan hat 33, die Enterprise 32,5, Graf Zeppelin 32 und die Indomitable hat auch 32 Knoten vom Werk aus. Also wir sind ja eher am hinteren Feld des Mittelfeldes, so könnte man das sagen. Dafür ist die Wendigkeit und auch die Ruderstellzeit im Durchschnitt überall besser. Also bei uns hier besser, bei der Indomitable besser als bei den anderen Trägern. Und dann kommen wir noch zur Verborgenheit, die hier mit 11,8 Kilometer geskillt ist. Ich habe sie aber nicht komplett auf Verborgenheit geskillt. Wenn man sie komplett auf Verborgenheit skillt, gibt es nochmal 10% runter. Dann sind wir bei um 11 Kilometer. Das ist also ein ziemlich cooler Wert. Also ein bisschen sogar unter 11 Kilometer. Ne? Da können wir also einiges erreichen.
Das ist nichtsdestotrotz nicht so effizient, weil, wie gesagt, in meiner Spielweise mag sein, dass sie vielleicht auch nicht immer ganz sauber ist, aber eben immer öfter dazu geführt hat, dass ich out of planes ging, also keine Flugzeuge mehr hatte und ein bisschen warten musste, dass ich wieder Flugzeuge habe. Das war zumindest mein Spielgefühl und ich kam deutlich besser damit klar, dass ich hier eben eine andere Verbesserung eingesetzt habe, um dann mehr Flugzeuge am Deck zu haben und die Flugzeuge auch wieder schneller parat zu bekommen. Kommen wir zum Verbrauchsmaterial bei der Indomitable. Wir haben hier ja Schlachtflugzeuge und Bomber dabei, die haben normale Verbrauchsmaterialien, also nichts Besonderes. Motorkühlung, 2 Aufladungen und dann 4 Aufladungen Jägerpatrouille für die Schlachtflugzeuge. Die Motorkühlung, ihr kennt es ja, die müsst ihr dann einsetzen, wenn der Motor quasi zu heiß geworden ist. Entweder seid ihr zu langsam geflogen, also Motorbremse benutzt, oder ihr habt den Motorboost benutzt und seid zu schnell geflogen. Irgendwann ist die Motorkühlung aufgebraucht. Dann müsst ihr entweder warten, bis ihr sie wieder aufgeladen habt, also bis der Motor wieder in normaler Temperatur ist. Oder ihr drückt eben dieses Verbrauchsmaterial Motorkühlung rein. Und dann ist die Motorkühlung sofort, also die Motortemperatur sofort wieder normal. Davon habt ihr 2 Aufladungen bei Bombern und bei Schlachtflugzeugen, jeweils unabhängig voneinander. Und dann haben wir Jägerpatrouille 1. Davon habt ihr 4 Aufladungen bei Schlachtflugzeugen und 4 Aufladungen bei Bombern, also 8-mal insgesamt. Jede Patrouille hat 5 Jäger, Aktionsradius 3 Kilometer. Und es braucht 9,5 Sekunden, bis die Jäger dann in der zugewiesenen Zone angekommen sind. Wirkungsdauer sind dann 60 Sekunden, wo dieser Bereich dann patrouilliert wird. Allgemein ist mir aufgefallen, dass die Jäger, die eher wohl nicht die stärkeren sind, kann auch vom Timing her teilweise so ein bisschen dran liegen, wie die Jäger reinfliegen, ob dann die anderen Jäger, die generischen Jäger, halt gerade in der Biegung sind, um sich hinter eure Jäger zu klemmen, oder ob es eben genau andersrum ist. Ja, das kann durchaus damit zusammenhängen. Hat natürlich in dem Eifer des Gefechts ein bisschen was anderes zu tun, als da genau hinzugucken. Aber in der Regel habe ich häufig das Gefühl gehabt, dass meine Jäger eher die Schwächeren sind. Dann gibt es natürlich auch Jäger bei der Indomitable, um den Flugzeugträger zu verteidigen. Und da sind es eben 4 Jäger. Ja? Die Aktivitätsdauer sind 600 Sekunden. Also 10 Minuten sind sie dann in der Luft. Aktionsradius ist auch da, 3 Kilometer. Ladezeit 38 Sekunden. Also alle 38 Sekunden können 4 Jäger gestartet werden. Und davon gibt es dann auch 4 Aufladungen. Und dann gibt es das Standard-Verbrauchsmaterial Schadensbegrenzungsteam, was 60 Sekunden aktiv ist. Also solltet ihr einmal brennen, wird dieses automatisch ausgelöst. Ja, es wird sofort gelöscht und ihr seid 60 Sekunden nicht wieder ansteckbar sozusagen. Ihr könnt dann 60 Sekunden nicht wieder brennen oder fluten. Ja, und dann, wenn diese 60 Sekunden um sind, dauert es 85,5 Sekunden, bis ihr diese Schadensbegrenzungsteam wieder automatisch benutzen könnt. Ne? Also ihr wisst ja, die Schadensbegrenzungsteams und die Jäger, die direkt vom Flugzeugträger gestartet werden oder da beim Flugzeugträger sind, die sind eh automatische Verbrauchsmaterialien, die direkt durch die KI automatisch ausgelöst werden. Wenn ihr eben angegriffen werdet, also wenn ihr sichtbar werdet, werden diese Jäger gestartet, oder wenn ihr den eben brennt oder eine Flutung habt, dann wird eben das Schadensbegrenzungsteam automatisch gestartet. Ja, das ist das, was man zu den Verbrauchsmaterialien aktuell sagen kann. Wie eben vorhin schon gesagt, es gibt keine Reparaturmannschaft, die ich jetzt zum Beispiel auf einen der Flugzeuge erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter geht's zu den Verbesserungen, die ich hier eingebaut habe. Ja, ich habe hier in Slot 1 die Luftgruppenmodifikation 1 drin, was den Flugzeugen 20% mehr Geschwindigkeit beim Zurückfliegen zum Flugzeugträger gibt. In Slot 2 die Flugzeugmotormodifikation 1. Der Motorboost wird um 10% erhöht, also die Dauer wird erhöht. Ne? Ihr könnt den Motorboost also länger benutzen. In Slot 3 habe ich hier mit den Schlachtflugzeugmodifikationen gearbeitet. Die Angriffsdauer der Schlachtflugzeuge wird um 2 Sekunden verlängert. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil die Schlachtflugzeuge sehr zügig unterwegs sind und das Einzielen dauert. Ja? Und so habe ich einfach 2 Sekunden länger Zeit. Ja. In Slot 4 habe ich dann hier die Bombermodifikation eingebaut. 7,5% mehr Trefferpunkte für die HE-Bomber, die dadurch halt länger überleben, sage ich jetzt mal. Das ist so für mich, hat sich das eigentlich als am sinnvollsten herausgestellt. Ja. Und dann haben wir eben die Flugüberwachungsmodifikation 1 in Slot 5. Da könntet ihr auch die Tarnsystemmodifikation einbauen. Dann werden eure Flugzeuge und auch euer Träger weniger weit entdeckt. Das bringt aber so, ja mal, 1 Kilometer. Roundabout. Ich persönlich
dadurch, dass ich nur zwei verschiedene Flugzeugtypen habe, kann ich eigentlich immer nur zwischen diesen beiden halt auch wählen. In einem anderen Träger kannst du eben auch Torpedobomber noch mit ausbilden und so ein bisschen diese Zeit, wo Flugzeuge wieder ins Deck geschoben werden müssen, überbrücken. Das ist in diesem Fall ja nicht so stark ausgeprägt, weil man eben nur zwei Optionen hat. Deswegen sehe ich zu, dass ich meine Flugzeugwartungszeit verkürze und dann sogar zusätzliche Flugzeuge ans Deck des Flugzeugträgers direkt bei Start platzieren kann. Und damit kann ich mich über dieses Gefecht retten. Man muss auch da immer noch so ein bisschen dosieren, wo man die Flugzeuge einsetzt und welche Schiffe man angreift. Aber mit der Flugüberwachungsmodifikation 1 kam ich sehr viel besser mit der Indomitable klar als ohne. Die Signale in meinem Bild hier sind November Echo Zeta 7. Wir fangen oben links an, also eben verbesserter kontinuierlicher Flakschaden. Dann India X-Ray für mehr Brandwahrscheinlichkeit bei den Raketen und bei den Granaten. Dann haben wir Victor Lima. Auch da wird die Brandwahrscheinlichkeit nochmal ein bisschen verbessert. In der zweiten Reihe geht es weiter mit November Foxtrot für eine kürzere Ladezeit der Verbrauchsmaterialien bei den Staffeln und beim Schiff, eben hier für Schadensbegrenzungsteam oder eben für die Jäger, die da starten könnt. Und bei den Flugzeugen ist es ja dann der verbesserte, also die Motorkühlung und auch da die Jäger, die ihr dann schneller wieder parat habt. Dann habe ich Sierra Mike geskillt für eine Höchstgeschwindigkeit des Trägers, so kommen wir dann noch 32 Knoten. Und dann haben wir Juliet Yankee Biso 2 drin, Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% reduziert und die India-Yankee-Flagge minus 20% Brandbekämpfungszeit sozusagen, ne, bis der Brand gelöscht ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine Tarnung, die ihr bei dem Träger hier mitbekommt. Das ist dann die Typ 10 Tarnung Indomitable. Könntet theoretisch zwei Tarnfarbschemata anwenden, je nachdem, ob ihr die Missionen fertig habt oder nicht. Und das gibt euch dann die Standardwerte Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%, Schiffswartungskosten um 10% reduziert und EP je Gefecht um 50% erhöht. Den Kapitän habe ich dann wie folgt geskillt. Luftherrschaft in Reihe 1. Die Flugzeugwartungszeit wird um 5% reduziert. Das kennt ihr, das habe ich euch vorhin ja schon nahegelegt. Dann als zweiten Skill den verbesserten Motorboost. Die Dauer der Höchstgeschwindigkeit wird quasi um 10% verlängert. In der Reihe 2 gibt es verbesserte Motoren. 2,5% gesamte Staffelgeschwindigkeit. Ein sehr, sehr interessanter Skill, gerade weil ihr hier ja schon die schnellsten Flugzeuge habt und wir verbessern quasi schon das Gute. Ja, des Flugzeugs. Ja, das, was das besonders gut kann, haben wir hier nochmal weiter aufgebohrt. Ja, und dann geht es weiter mit dem Adrenalinrausch. Da ist die Erhöhung der Staffelgeschwindigkeit die 1% verlorene Trefferpunkt. Ja, also um 0,2% fliegt ihr dann schneller, wenn ihr 1% Trefferpunkte bei der Staffel verloren habt. Und so setzt sich das halt immer weiter fort und die Staffeln werden immer schneller, immer schneller. In Reihe 3 gibt es dann den Experten der Überlebensfähigkeit, der euch ja dann Trefferpunkte pro Schiff oder eben auch pro Flugzeug bringt, je nachdem, was ihr für Tierstufen habt. Ja, hier ist es die Indomitable, Tierstufe 8. Wir haben 350 Trefferpunkte mal 8 für das Schiff und 25 Trefferpunkte mal 8 pro Flugzeug. Das bringt euch effektiv 200 Trefferpunkte mehr, ja, bei den Flugzeugen, was eine ordentliche Geschichte ist. Und vor allen Dingen werden auch die Jäger gepimpt, ne? Wenn ihr diese Sache skillt, dann haben auch die Jäger mehr Trefferpunkte, die ihr als Verbrauchsmaterial setzen könnt. Dann geht's weiter mit der Flugzeugpanzerung. Und zwar wird die Panzerung verstärkt und ihr kassiert 10% weniger Schaden durch Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Und das ist ganz wichtig, dass ihr gerade diese Sache skillt, weil das eben damit skaliert, welches Schiff ihr als Gegner habt. Ja, also sagen wir 10% von 600 sind halt 60, ne? Und nicht nur 25, wenn das jetzt ein fester Wert wäre. Der prozentuale Wert ist also sehr, sehr hilfreich. Umso stärker die Flugabwehr des Schiffes, umso höher ist die Schadensverringerung. Das will ich eigentlich damit gesagt haben. In der Reihe 3 geht es dann nochmal weiter. Ich habe hier noch den Sprengmeister geskillt, der euch für die Sprengbomben 5% mehr Brandwahrscheinlichkeit bringt und für die Raketen 1%. So kommen wir dann nachher auf 34% Brandwahrscheinlichkeit bei den AE-Bomben, denen die Bomber da abwerfen, ne? Und in Reihe 4 gibt es den Tarnungsmeister, der dann die Staffeln und den Flugzeugträger jeweils um 10% nach unten setzt. Wenn ihr nicht so viele Skillpunkte habt, dann kann ich euch nur nahelegen, reduziert, also lasst erstmal die Skillung verbesserte Motoren weg, ist so mein Empfinden. Ja, das bringt euch 2 Skillpunkte. Oben könnt ihr euch dann entscheiden. Ich würde eher dann den verbesserten Motorboost weglassen, würde euch nochmal 1 Skill bringen, also in der obersten Reihe, in der zweiten Reihe verbesserte Motoren würde ich weglassen und in der dritten Reihe dann eben Experte der Überlebensfähigkeit. Das ist zwar nice,
ja, weil es eben 200 Punkte bringen kann auf der Tierstufe 8. Aber ihr braucht die Brandwahrscheinlichkeit zum Beispiel, um überhaupt vernünftig regelmäßig Schaden machen zu können. Und wie gesagt, der prozentuale Wert der Flugzeugpanzerung ist mir mehr wert, ja, als mehr Trefferpunkte bei dem Flugzeug. Das müsst ihr natürlich nachher selber entscheiden. Aber so könntet ihr 6 Skillpunkte sparen und dann hättet ihr einen 13er Kapitän. Den werden wahrscheinlich relativ viele von euch da draußen relativ schnell haben. Ja, also sonst müsst ihr euch halt in jeder Reihe einen Skill aussuchen. Das wäre aus meiner Sicht Luftherrschaft in Reihe 1, in Reihe 2 Adrenalinrausch und in Reihe 3 dann der Sprengmeister, in Reihe 4 dann sofort der Thanosmeister. Die 4 Skills solltet ihr gleich von Beginn an reindrücken und dann euch halt weiter aufbauen. Flugzeugpanzerung, Experte der Lebensfähigkeit, dann eben hier Staffelgeschwindigkeit erhöhen und so weiter. In dieser Reihenfolge würde ich dann vorgehen. Mein Fazit zu diesem Flugzeugträger Indomitable. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich überwiegen die negativen Punkte. Unter dem Gesichtspunkt, dass man dafür Geld ausgibt, ja, weiß ich nicht. Ist man im Glück mit der Implacable besser dran. Von der Sortierung der Indomitable würde ich sagen, es ist eine Kreuzung zwischen Saipan und Graf Zeppelin. Beide Flugzeugträger haben so ganz Besonderheiten und irgendwie mischt die Indomitable beide Fähigkeiten. Die Indomitable zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Torpedobombe hat. Ob man das jetzt positiv findet, lasse ich mal dahingestellt. Und dann nur eine niedrige Penetration mit den HE-Raketen respektive Bomben, also 27 respektive 32 mm. Die Brandwahrscheinlichkeit ist nicht besser als die bei der Implacable. Ja, das ist das nächste große Problem. Ich habe schon nur die Raketen und ich habe nur die Bomben. Und ich habe dann nicht mal eine höhere Brandwahrscheinlichkeit, obwohl ich davon auch noch weniger abschieße oder abwerfe. Dazu kommt dann, dadurch, dass man sich auf die Brände verlassen muss, die besondere Anlastung, dass man sich auf RNG verlassen muss. Man muss das Gefühl dafür haben, dass dieses Schiff keine Survive-Skillung drauf hat. Dann macht man nur genug Brände und dann macht man auch genug Schaden in dem Gefecht. Andernfalls eher nicht so. Ist man Low-Tier im High-Tier-Gefecht, also ihr seid als T8er in einem T10-Gefecht, macht die Indomitable eher weniger Spaß. Ist man in einem Mid-Tier-Gefecht, also T9 bis T7, ist das okay und man kann damit arbeiten in der Regel. Und wenn ihr selber High-Tier seid, also gegen T7 und T6 kämpft, dann ist die Indomitable sehr spaßig. Das ist so meine Erfahrung. Nächste Sache, kleine Staffeln, kleine Angriffsgruppen. Ihr habt nur 6 Flugzeuge, die Raketen schießen können. Davon greifen immer 2 an. Das heißt, ihr verliert 2 Flugzeuge und könnt dann quasi, ihr greift mit 6 an, macht einen Angriff, die 2 fliegen zurück, 2 werden abgeschossen und dann gibt's noch einen Angriff. So ist ungefähr das Schema, was man bei der Indomitable erwarten kann. Und bei den HE-Bombern ist es eigentlich noch schlimmer. Ihr greift mit 4 Bombern an, also 4 fliegen hin, 2 greifen an, einer wird abgeschossen und dann könnt ihr nochmal mit einem Bomber angreifen. So stellt sie das eigentlich im Durchschnitt dar. Und das ist einfach für meine Begriffe einfach zu wenig, um damit regelmäßig, vernünftig, zuverlässig, vernünftigen Schaden zu machen. Dann sind die Jäger, die ihr platzieren könnt auf der Karte, eher so lala, um es mal so auszudrücken. Die werden regelmäßig auch gerne von allen möglichen Nationen abgeschossen. Nicht nur von Amerikanern, die ja bekanntlicherweise die stärksten Jäger im Spiel haben. Aber ja, das ist halt so ein Punkt. Dann sind die Flugzeuge sehr, sehr schnell und haben sehr viele Trefferpunkte. Das ist ein Pro und ein Kontra zugleich. Sehr schnelle Flugzeuge sorgen natürlich dafür, dass ihr sehr schnell durch die Flugabwehrzonen durchfliegt. Müsst ihr aber umdrehen und wieder zurückfliegen und ihr das nicht außerhalb der Flugabwehr-Aura macht, dann müsst ihr besonders lange in der Flugabwehrzone sein und damit wieder viel mehr Schaden aufnehmen. Achtet also darauf, dass wenn ihr gegen starke Schiffe kämpft, immer durch die Zone durchfliegt und dann von der anderen Seite wieder reinfliegt. Weil der Bogen, den ihr fliegen müsst, der ist enorm groß. Und dafür braucht den Motorboost eigentlich schon dafür, dass die Kurve möglichst eng wird. Dann gibt's aber noch ein paar positive Sachen, auch im Vergleich zu anderen Flugzeugträgern. Die allgemein gute Tarnung des Flugzeugträgers an sich, ja, ist im Vergleich auch zur Graf Zeppelin, Enterprise, Kaga und so annehmbar. Ja, also sie ist... Es gibt definitiv Flugzeugträger, die sind schlechter getarnt. Und eine ziemlich gute Flak.
Ja, die Flugabwehr eures Trägers ist auch ganz okay. Die Emplacelbe ist ein bisschen stärker, die Enterprise ist stärker, aber alle anderen Träger sind eigentlich schwächer als ihr. Und ja, das ist das, was ich euch für die Indomitable mit auf den Weg geben kann. Wer was ganz Besonderes sucht, ohne Torpedos entwerfen zu wollen, der ist mit der Indomitable sicherlich ganz gut beraten. Das ist eine Herausforderung, in manchen Gefechten damit Schaden anzubringen. Also ich hatte auch Gefechte, da bin ich nur mit 20.000 Schaden rausgegangen. Und dann hatte ich auch wieder Gefechte, da bin ich halt mit über 100.000 Schaden rausgegangen. Das ist halt wirklich ein Schiff, was komplett auf RNG und ihrer Brandwahrscheinlichkeit angewiesen ist. Fliegt immer wieder die Schiffe an, die schon gebrannt haben und gelöscht haben. Und vor allen Dingen nutzt die hohe Geschwindigkeit aus, wenn zum Beispiel um die D-Cappen geht. Also der Störer cappt an und ihr seht das, nutzt eure Schlachtflugzeuge, fliegt dahin, resettet. Das bringt euch viel Punkte und damit auch ja, eine gute Platzierung und dann dementsprechende Erfahrungspunkte am Ende des Gefechts. Ich hoffe, dass euch das Video jetzt gefallen hat, ihr quasi jetzt euren Entschluss schließen könnt, ob ihr diesen Träger kaufen wollt oder nicht oder eben bekommen wollt oder nicht, wie auch immer er dann verfügbar ist. Wenn wir euch helfen konnten, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefehlt hat. Allgemein, Aufruf nochmal an euch. Kommentiert sehr gerne, ich lese sehr, sehr viel in den Kommentaren, auch wenn ich nicht überall darauf antworte, aber ich bin sehr gerne für euer Feedback zu haben. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.